Bring den Jungen gesund wieder zurück, hörst du? Das werde ich. Ist ja nicht das erste Mal, dass er so etwas tut. Ich weiß. Ich werde ihn schon finden. Beeil dich. Ich wollte gerade ein Intro machen, Kaya. Verdammt, ich hab mir was überlegt, was Cooles. Schaut mich an. Ich bin Ikrom Jax mit Elixitor-Rüstung. Hab mir Falk wieder dazu geholt. Irgendwie mag ich den am meisten. Da schaut das... Oh, schaut schon cool aus, das Ding. Irgendwie meine... Oh. Weg damit. Weg damit. Warte mal. Ach so sollen die Hosen richtig ausschauen. Irgendwie gefällt mir die weiße Hose da. Die weiße Hose passt doch viel mehr dazu. Okay, so schauen wir am besten aus. Ja, ich bringe den Jungen irgendwann mal zurück. Obwohl, der wird doch eh nur sterben. Aber zuerst machen wir mal bei der Burg oben das kleine Roboter vernichten und schauen, wo unser Freund hin ist. Enyaro, wie er heißt. Und falls ihr es gemerkt habt, ich habe Berserker-Cosplay an. Billig Berserker-Cosplay. So, mal schauen, wo wir unseren Typen finden. Ab, das ist er doch, oder? Yep. Nach dieser Mission werde ich dann mal schauen, ob ich das Rezept schon abholen kann für den Geheimtrank. Alles klar, Bro? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ja, sagt mir gar nichts. Kein Kommentar davon, dass ich hier bin. Lehrpunkte werden für Magic aufgehalten. Kein Kommentar? Komisch. Sonst noch jemand hier einen Kommentar dazu, dass ich gerade euch einen neuen Rekruten gebracht habe? Rekruten. Alles klar, Hagen? Willst du was? Hast du was zu sagen? Nein, hat er nicht. Ah, der Rüstungsvergleich. Ich meine... Ach komm, schaffe ich es, dass ich... Da. Die Rüstungen zusammen. Die schauen schon cool aus. Obwohl... Von hinten gefällt mir auf jeden Fall die Kleriker-Rüstung, die Regenten-Rüstung am meisten. Die schaut einfach richtig cool aus. Es geht rein, halt. Okay, auch nicht. Cool, ihr habt da schon nichts zu sagen. Ich werde die Mission machen, nochmal schlafen gehen und dann rüberfliegen zu dem Typen und hoffen, dass er schon bereit ist, mir seine Formel... Oh je. ...zu geben. Nice. Oh, perfekt. Trank des Kriegers, sehr schön. Mana-Trank werden wir auch irgendwann brauchen. Krieger, ist Krieger Stärke oder Geschicklichkeit? Der Trank ist hier. Stärke. Was ist am besten dran mit Stärke? Oder haben wir irgendwo mal wieder eins von den Falschen da drauf? Nein, da haben wir alles richtig. Okay. Netter Jump, Jax. Wo geht's dorthin? In diesem Spiel gibt's weniger Gift und Radioaktivität irgendwie. Was zwar anfängerfreundlicher ist, aber ein bisschen was von dem gewissen Survival extra wegnimmt. Ne, der. Oh. Okay, der Raptor gehört mir. Gut, alles mit der Ausdauer getimt. Ein Kampf! Gute Arbeit. Ab, da ist die Verstärkung. Verdammt, Falk. Im Nahkampf ist er auch am besten, kommt mir vor. Sehr gutes Team. Deswegen wird Falk mitgenommen. Auch wegen seinen sehr charmanten. Er muss das vormachen, sonst weiß ich nicht, wie es geht. Jo. Ikrom. Jax zieht weiter. George. Ha. Da ist es.
Rennst du weg, wirklich? Jämmerliche Kampfdrohne. Was haben wir hier denn noch? Hier sind die ganzen Gegner. Oh, ey. Ich hab mehr hergeholt. Ich will mich nach Schwert fighten. Fuck. Hat die ganzen Gegner auf sich gezogen. Drauf, Volk! Sehr schön. Der Typ schaut nur zu. Was für ein Kameradenschein. Was für ein Superkick auch. Oh, ich liebe das in Spielen, wenn die Gegner wegfliegen so. Ja, diese Mission haben wir auch schon zum 4. oder 5. Mal gemacht. Aber irgendwie ist es einfach ein leichter Zeitvertreib hier. Ich bin direkt hinter dir. Gut, gut. Ich treffe das Ding eh nicht. Oh, Headshot. Neben mit dem Superkick. Ich werde es dann mit meiner Fliegattacke runterholen. Ja, du bist ja schon da. Interessant. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da ist mir gleich meine ganze Kamera weg. Mach das Ding weg. Mach das Ding weg. Damn. Ach, jetzt kann ich ausdodgen mal. Nur deswegen nehme ich dich mit, Falk. Ah, und wieder ruhig. Habe ich noch eine Leiche übersehen anscheinend? Ja, hier. Und dann kann ich mir einen Trank reinhauen, heißt egal welchen. Was meint ihr? Die Kuratorenrüstung schaut fast am besten aus von den gemoderten Sachen. Ich hätte noch gern die Rüstung vom letzten Spiel gehabt. Die wären noch cool gewesen. Aber das wird vielleicht nicht so leicht sein vom Modden her. Dass man die anderen Rüstungen auch reinhaut. Falk hat seinen eigenen Kampf. War das knapp. Nicht so viel Shotgun-Money. Wo ist das blinde Ding hier? Oh, Captain Sack, hol ich raus. Eigentlich wollte ich einen Heiltrank. Machen wir beides. Verdammt, du nervst. Komm her, komm her. Du nervst hier rum. Und machst so viel Schaden dafür. Ah, hier geht's ab. Nein, Volk. Die schlagen noch drauf, während der Boden ist. Ah ja, das will ich hoffen. Sehr schön. Zeigst den kleinen Robots. Die können dir doch gar nichts. Das ist doch Androiden-Unterklasse. Mit diesen Maschinen der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Crony U vorberaten. Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Stimmt, ja, da hätte ich Crony mitnehmen müssen. Das Konzept der Vergänglichkeit ist eine Erfahrung, mit der ich meine Schwierigkeiten habe. Die Nicht-Existenz ist ein Zustand, den ich mir nicht erklären kann. Da bist du nicht der Einzige. Immerhin, das stimmt mich positiv. Was haben wir hier noch? Verbrennte Hütte.
Eine verbrannte Burg? Was war hier damals? Ich kann mich an diese Gegend nicht genau erinnern. Was ist aus dem Reich der Mitte passiert? Das wurde ja gar nicht erwähnt. Deine Ratte. Nein, lass mich killen. Mist. Ah, ich wollte sie freistoßen. Reich der Mitte habe ich gar nichts mehr gesehen. Aber gehört auch nicht. Noch ein Trank. Eisenhautes Constitution. Ich brauche alles. Ich brauche zurzeit alles. Ich bin untergelevelt. Da wird einfach nach links und rechts gedasht und das war's schon. Dashingly. Nichts Interessantes mehr hier. Von dem, was ich gelesen habe, gibt es über die Kuppel auch nur Gerüchte. Dass die anscheinend ganz den Klerikern gehört. Auch so ganz genaues gibt es dann auch nicht. Was ist hier oben vor mir? Sind wir da schon? Ist das wirklich schon die Burg da drüben? Sieht von dieser Seite ganz schwach aus. Oh, Ripper. Oder? Nur eine Panzerstrecke. Die ist zu schade. Verdammt. Kleinkramviech. Okay, können wir mit Crony reden. Und dann oder gleich schlafen und gleich rüber und Falk einfach mitnehmen. Und hoffen, dass der Typ meine Baupläne schon hat. Trankpläne. Ja, die Kuratorenrüstung gefällt mir am besten. Ich glaube, ich werde sie wieder zurück einstellen. Vielleicht brauche ich einfach nur die Sonnenbrille oben. Vielleicht die Verdammt, vielleicht ist die Sonnenbrille am coolsten mit ihm. Wohl, die Kapuze passt perfekt drauf. Mein Kopf. Sorry, dass ich diese Sonnenbrille aufgesetzt habe. Die Was Infektion hat er getan? Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Okay, schauen wir, ob was fertig hat. Das ist ein breiter Weg. Das ist echt ein breiter Weg. Was für ein Flug. Und was gibt's hier unten, Falk? Es greift uns nicht an. Okay, weiter. So viele Gegner, die mir wirklich Schaden machen, gibt es ja auch nicht mehr. Krokodil-Clowns sind das ganze Spiel über gefährlich geblieben. Raptoren können dich schnell nochmal one-shotten. Mit den Triple Dashes, die sie machen. Gut. Genau die Triple Dashes. Bedrohlicher Ort. Ja, findest du? Also schaut es ziemlich friedlich aus. Wenn er mich genau vorgeschattet hätte. Perfektes Timing wäre es gewesen. Die waren im alten Spiel auch ein bisschen gefährlicher. Oh, mach ihn weg. Was bist du, ein Ripper? Ja, ist eine gute Idee. Viel Leben habe ich eh nicht. Okay. Dann kann ich bei ihm noch mal eine Runde schlafen. Um mein Leben auszufüllen. Toto Ripper und Stalker. Niemand mag Stalker. Überhaupt die menschlichen nicht. Jo, der chillt doch nur. Umgebung. Okay. Jo. Hm. Ah ja. Die gleiche Rüstung wie ich. Bemerkenswerte Landschaft. Die Woche ist rum und meine Finger sind fast taub. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich denke, ich habe alles Wichtige zusammentragen können. Du kannst Tilas sein Buch zurückbringen. Das werde ich. Danke.
Mir wäre es lieber, der alte Sack würde einen Herzanfall kriegen. Aber wenn nicht heute, dann morgen. Also, pass auf dich auf. Ich verzieh mich jetzt. Jo. Wenn ihr gut seht, wird ein bisschen lässig eigentlich. Okay, wir können weitermachen bei den Berserkern. Die Lastzustimmung. Ah ja, stimmt. So geht's weiter dann im Endeffekt. Okay, schauen wir, was abgeht. Da brauche ich die Kaya ja nicht mitnehmen. Und ich habe nochmal probiert, für die Nest die Mods runterzuladen. Bei ihr funktioniert das komischerweise nicht. Bei Kaya ist es irgendwie geglitscht und funktioniert es da. Ja. Keine Ahnung, was da wirklich los ist. Aber schauen wir einfach mal. Du bist das T-Lass. Hast du schon einen neuen Lehrling? Nein? Da bin ich wieder. Was du nicht sagst. Ich habe doch Augen im Kopf. Wo warst du, Bengel, überhaupt? Hatten wir uns nicht auf eine Stunde geeinigt? Stunde? Ich glaube, du bringst da etwas durcheinander. Jetzt hör auf, Zeit zu schinden und gib mir meine Aufzeichnungen. Deswegen bist du doch hier, oder nicht? Hier, nicht eine Seite fehlt. Mein Magnum Opus, endlich! Wehe, jemand hat darin herumgepfuscht. Glaub ja nicht, dass du Anspruch auf einen Obolus hast. Jede Felsassel hätte den Auftrag schneller ausgeführt als du. Und jetzt entferne dich. Ihr Werker werdet schließlich noch anderswo gebraucht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich schon Krieger werden. Ah. Das ist doch gar kein wahrer Berserker. Oh, Baum im Weg. Baum im Weg. Wolltest du noch was oder darf ich schon zu Red gehen? Du kennst deine Aufgaben, Berg. Okay, ich darf schon zu Red gehen. Hui. Ich bin kein Alpspion. Ich habe nur diesen kleinen Rock gefunden und habe ihn mir auf die Rüstung gesteckt. Sonst gibt's nichts Neues. Wie mache ich mich? Also, Thorhild hat mir erzählt, dass du im Rang eines Kriegers besser aufgehoben wärst als in dem eines Werkers. Tilas hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Du hast geholfen, dass die Eisenmine wieder in Betrieb genommen werden konnte. Das ist gut. Das wird noch nicht reichen, Fräulein. Streng dich ein wenig mehr an. Was meinst du, Fräulein? Warum hat sich Tilas noch nicht gemeldet? Oh, ich muss auf Tilas warten, oder was? Werden wir ein paar Zaubersprüche lernen und dann schlafen. Den Fuchs können wir ignorieren da unten. Er kann in seiner Hundehütte sitzen bleiben und Zeit abwarten. Jo. Hallo. Gerne. Was willst du wissen? Was war das gerade für eine Stimme, die ich übersprungen habe? Flammenwerfer. Was fehlt mir da unten noch? Für Feuerregen. Zwei Constitution und haufenweise Intelligenz. Feuerwelle. Flammen. Mondlattern. Ja. Bis zum nächsten Level up. Kriegen wir das nicht hin. Okay, Runde schlafen. Jacks müde. Jacks schlafen. Nur eine Runde, kurz Augen zu machen. Kluge Entscheidung. Du bist okay. Das wurde aber auch was Zeit. Was auch immer. Hey, 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 beruhigt euch. Ich bin eindeutig Berserker. Seht ihr das nicht? Ist doch eindeutig an der Rüstung zu sehen. Der Falk auch. Eindeutig Berserker sind wir beide. Viel schlafen tut man bei den Berserkern. Die sind nicht so effektiv wie die andere Fraktion, die ich mich nicht erinnern kann, wie sie heißen. Thorhild. Ja. Tilas hat sich noch... Wirklich? Du hast geholfen, dass... Das wird... Echt jetzt? Was passt da noch nicht? Ich muss nochmal zu Tilas. Oh Gott, damit. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Tilas! Verdammt! Wo ist er? Hier ist er. Gib mir deine Zustimmung, Gibt Mann. Gibt es nicht irgendwo eine Kommode, die du reparieren musst? Ich brauche deine Zustimmung, um Krieger zu werden. Ach ja, ich erinnere mich. Trotzdem habe ich meine Vorbehalte.
Warum sollte ich sie einem unverbesserlichen Störenfried geben? Willst du, dass ich dir jeden Tag damit auf die Nerven gehe? Ich habe keine Zeit, mich in sinnlosen Diskussionen zu ereifern. Dann gib mir, was ich verlange. Du hast eine freche Zunge, mein Junge, aber dumm bist du nicht. Hier mein Vorschlag. Du wirst in genau 24 Stunden wiederkommen und das Gebräu trinken, welches ich bis dahin zubereitet habe. Da ich nicht mit Gewissheit sagen kann, ob meine Aufzeichnungen verfälscht wurden, brauche ich einen Probanden mit starken Abwehrkräften. Willst du mich nicht erst einmal über die Nebenwirkungen aufklären? Nein, ich will endlich anfangen. Frag mich das, wenn ich die Zubereitung abgeschlossen habe. Oh. Tu, was ich verlange, und meine Zustimmung ist dir sicher. Oh Gott, ich würde es bereuen. Ich würde es bereuen, hast du kein Bett hier unten, was? Nein, hör auf. Ich werde es bereuen. Er hat es wahrscheinlich irgendwie verkackt, das besser zu schreiben. Und jetzt werde ich vergiftet. Nein. Ich muss weitermachen. Ja, machen wir weiter. Das Panacea ist fertig. Bereit für die Verkostung? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Da das Panacea jedwede Krankheit kurieren soll, kann, eine falsche Zusammensetzung vorausgesetzt, umgekehrt das Gegenteil eintreten. Und was bedeutet das für mich? Keine Sorge, du wirst höchstens die gewöhnlichen Nebenwirkungen erleiden. Impotenz, gesteigerter Harndrang, Ekzeme etc., Kleinigkeiten im Angesicht der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ah, wir haben ja ein Kind, mehr brauchen wir doch eh nicht. Gib her! Ach, gib her, ich trinke es. Hier, leer das Behältnis in einem Zug. Achte nicht auf den Geschmack. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Vielleicht gibt es mir sonst noch was. Wo ist es denn? Gleich. Das ist doch irgendwo in meinem Inventar. Gott, ich hoffe, es schaut nicht aus wie der andere Trank. Das hätte violett sein sollen, oder? Ah, es ist rot. Ah, wenn das wirklich hilft. Ich spüre ein leichtes Kribbeln. Na sag schon, wie fühlst du dich? Eigentlich ganz normal. Lass mal sehen. Deine Augen reagieren auf äußere Reize. Die Haut ist unverändert. Etwaige Muskelzuckungen sind auch nicht festzustellen. Blutdruck scheint normal. Warte, deine Muskeln sind angewachsen. Ich bin mir ganz sicher. Steroide. Und deine kognitiven Fähigkeiten. Was siehst du? Einen alten Mann. Präzise. Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Nun ja, das Resultat ist nicht ganz so, wie ich erwartet hatte, aber ein Anfang. Natürlich ist das Panacea in diesem Stadium noch fernab der Marktreife. Da es aber kein Totalausfall ist, hat es sich eine eigene Bezeichnung verdient. Fällt dir ein Name ein? Er sollte künstlerisch wertvoll sein und alliterativen Charakter haben. Ah, Tillas toller Drang. Ah, das nennen wir das. Panacea primarum? Vortrefflich, ganz vortrefflich. Aber jetzt geh. Werde Krieger, wenn dir so viel daran liegt. Ich muss mich wieder voll und ganz der Arbeit widmen. Ich will mehr von diesen Tränken. Kommst du ohne Lehrling klar? Ich werde mich hüten, ein weiteres Mal Ersatz aus Golie zu fordern. Ihr Ausleseverfahren taugt nichts. Es wird wohl das Beste sein, vor Ort einen geeigneten Bewerber zu finden. Ich mach das. Aber an einen keulenschwingenden Strauchdieb werde ich den Posten nicht vergeben. Gib dich keinen Illusionen hin. Na dann, groß ist deine Auswahl nicht gerade. Korrekt. Groß muss sie auch nicht sein, sondern klein, sehr klein. Einer dieser Rotzlöffel, die hier herumstromern, hat durchaus Potenzial.
Ein wenig väterliche Führung, gepaart mit einigen Jahren Zeit, und aus ihm sollte ein fähiger Alchemist werden. Kannst du mir die genaue Rezeptur des Panazeas verraten? Ich höre wohl nicht recht. Dir ist wohl nicht klar, dass ein erneuter Konsum schwerwiegende Folgen haben kann. Die Dosierung war genau von mir bestimmt. Dein Kreislauf würde wahrscheinlich zusammenbrechen und ich müsste Fenris erklären, warum aus dir ein Pflegefall geworden ist. Tut mir leid, aber die Rezeptur bleibt da, wo sie ist. Kein Doping für mich. Oh. Genau solche Tränke brauche ich aber aus dem Weg. Ich hatte einen violetten Trank drin. Aber den kann ich nicht einfach so nehmen, wahrscheinlich. Oh. Und ihm aus dem Haus locken wird eine Aufgabe der Unmöglichkeit sein. Okay, holen wir uns den nächsten Rang. Und dann schätze ich, wird die Folge schon vorbei sein. Wupp. 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 Okay, okay. Gut balanciert, Jax. Jax, der Alex Elixator. Alex Elixator. Ja, mach schon. Tilas ist zufrieden mit dir. Was? Du hast geholfen, dass die Eisen... Kennen wir schon. Ich denke, das reicht mir. Es ging mir zwar ein bisschen zu schnell, aber du hast es dir wohl verdient. Ich werde dich als Krieger in unsere Reihen aufnehmen, wenn du das willst. Yes. Oh. Ich will Krieger werden. Oh. Von mir aus steht dem nichts im Wege. Das heißt, ich muss dich jetzt als Krieger einschwören. Hast du was dagegen, wenn wir den ganzen Kram überspringen und ich dir einfach sofort einen neuen Posten gebe? Nein, Zeremonie. Ah. Ja. Ich hab nichts gegen ein bisschen Zeremonie. Es ist eh nichts Besonderes, es ist nur... Ach, scheiße, wenn du darauf bestehst. Also... Jax, Werker der Berserker. Du hast deine Pflichten ordnungsgemäß erfüllt und deine... Mist, hab den Text vergessen. Egal. Durch stetige Arbeit und rechtschaffenes Handeln hast du bewiesen, dass du ein Krieger bist. Nein, Quatsch. Dass du das Zeug hast, ein Krieger zu sein. Oder so ähnlich. Ach, scheiß drauf. Du hast dir eine neue Rüstung verdient. Du kannst sie bei unserem Rüstungshändler erwerben. Wie jetzt? Ich habe einen neuen Rang, bekomme aber die Rüstung nicht dazu? Wenn du es so ausdrückst? Ja, genau so ist es. Hör zu, es kostet einiges an Splittern, dieses Fort am Laufen zu halten. Es ist natürlich dir überlassen, ob du dir eine neue Rüstung leisten willst oder nicht. Also beenden wir das Ganze. Trage deine neue Rüstung mit Stolz, bla bla bla. In Ragnars Namen. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Mach irgendwelche Sachen, die Krieger halt so... Ach, scheiße. Warte mal einen Augenblick. Idiot. Exzellent. Anschlag, Anschlag. Anschlag. Mach, töte ihn. Red. Scrappy. Angriff. Durchatmen. Was ist passiert? Die Mine... wird angegriffen. Kreaturen. Scrappy schickt mich. Nochmal langsam. Scrappy schickt dich, weil die Eisenmine angegriffen wird? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Die Kreaturen kamen von diesem Turm. Wir brauchen Hilfe. Schnell. Gut, ich kümmere mich drum. Wachen. Herkomm. Meinst du, dass ich mich drum kümmern muss, oder? Ich will, dass ihr zwei sofort zur Eisenmine aufbrecht. Beschützt das Eisen mit eurem Leben. Los! Wird sofort erledigt. Du hast Scrappys Vorarbeiter gehört. Ab zur Mine mit dir. Als Krieger ist es deine Pflicht, die Minenarbeiter zu schützen. Ich hoffe, du kommst mit guten Nachrichten zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich werde schon mal losrennen. Beeil dich! Ich will mich nicht. Ich gehe zuerst Sachen da reparieren, verkaufen, Muni pressen. Und die Episode verlegen? Nein, beenden. Verdammt. Stimmt mit mir nicht. Jo. Peace out.